Hi, willkommen zu einem neuen Part Dark Souls 3. Heute steht eins der größten Highlights des Spiels auf dem Programm, und zwar Schwester Friede. Aber wir müssen erst ein paar Seelen noch investieren. Ich habe es ja im letzten Part angedeutet, dass ich mir... Ich habe ja in einem Part 100.000 Seelen verzockt. Die habe ich mir wieder jetzt geholt, an dem Farmort. Man musste einfach zweimal diese drei Engel umklatschen, dann hatte man die 100.000 Seelen wieder. Und dann gucken wir mal, was wir damit jetzt noch anfangen können. Bringt mir Zauberei etwas? Tatsächlich. Ich gehe auf 180. Das ist einmal Doris Qual mehr. Ich will mal so, einmal Zauberei bringt nichts. Und dann ist mein Level-Up auch schon zu Ende. Ich würde sagen, wir gehen in die Zauberei. Kriegen wir auch einen Zauberei-Slot mehr dadurch. Ich kann mal kurz gucken, ob ich Seelencontainer habe. Aber das wird definitiv nicht für ein Level-Up reichen. Ich brauche 50.000. Ich habe einige, ne? 20.000, 40.000, 45.000. Es könnte reichen. Ja, könnte. Das wird ganz eng. Das ist, oh, das ist sogar eine 8000er. Dann ist das safe eine 10.000er. Ich habe, glaube ich, eine Seele zu viel genommen. Ich hätte den 20.000er einfach nehmen sollen und ja, ist egal. Okay, dann können wir noch eins machen. Müssen wir mal kurz überlegen. Zauberei bringt mir nichts, weil Doris Qual kostet 20 FP, also dementsprechend würde, wenn ich auf 200 gehe, es nur Sinn machen. Kondition brauche ich in dem Bosskampf nicht. Da sind wir auf 35, 35. Ich glaube, ich gehe auf 31 Leben. Das bringt mir wenigstens etwas. Farewell, Ashley. Und ich gucke mal, ob ich noch Dings brauche. Ich habe Dings ausgerüstet, ja. Auf wie viel Belastbarkeit würde ich gehen, wenn ich Dings ausrüsten würde? Drüber. Das... Obwohl, das Set ist nach dem DLC wie so weg, also ich brauche keine Belastbarkeit mehr. Ich habe, by the way, unser Feuerschwert wieder in ein Blitzschwert umgewandelt, weil Schwester Friede mag keinen Blitz. Jetzt muss ich nur noch das... Da ist es. Okay. Es ist möglich, dass heute wieder die pure Eskalation stattfindet, aber es ist auch möglich, dass das relativ gut klappt. Das ist zwar der Boss, wo ich am meisten gegen verloren habe, bei meinem ersten Playthrough, gegen keinen Boss öfter. Und ich finde den super, super hart. Ist für mich, meiner Meinung nach, der schwierigste Boss des Spiels. Aber ich weiß, wie sie funktioniert. Also hoffe ich, dass es nicht ganz so viele Fails gibt. Die ist halt super, super schwierig und aber auch gleichzeitig super, super episch. Also ich freue mich schon das ganze LP auf diesen Kampf. Ich finde den einfach nur geil. Be forewarned, eager Ash. Should this world wither and rot, even then would Ariandel remain our home. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Ich hätte ein neues Wunder ausrüsten können, aber ich brauche wieso nur Doris Qual. Leave us be, Ashen One. Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Leave us. Oh shit, Leute, ich habe was vergessen. Haha, ich habe was vergessen, Leute. Ich habe in dem Fliegen-Modder unten was vergessen. Das tut mir wahnsinnig leid. Das muss man noch machen, sonst triggert man den Bosskampf gar nicht.
Ich habe tatsächlich was vergessen. Jetzt muss ich erst wieder den Geheimgang von der fucking Fliege finden. Da hinten. Da unten in diesem Fliegennest gibt es nämlich tatsächlich was. Oh Mann, ich wollte eigentlich, dass der ganze Part mit Schwester Friede stattfindet und dann mache ich so einen Scheiß. Ey, das habe ich im letzten Part total vergessen. Dazu ist dieser Gang hier unten überhaupt da. Ich glaube jedenfalls, dass er hier unten war. Müssen wir mal etwas die Augen offen halten. Ich habe jetzt natürlich mein Feuerschwert nicht mehr, das heißt, ich one-hitte die nicht mehr, aber okay. Hier muss irgendwo ein Schalter sein. Oh fuck, habe ich die Fackel noch? Nein. Naja, toll, nerv rum. Ja, rotz mich voll. Wo ist dieser nervige Schalter? Ich versuch mal hier ein bisschen. Da ist er. Ich sollte vielleicht die Viecher ein bisschen ernster nehmen. Weil das wäre. Noch der Super-GAU hier. Wenn ich fade. Ja, ich will hier jetzt schnell durch und das sollte man nicht tun. Ja, ich habe schon viel zu viel Aufmerksamkeit von den Viechern. Wie konnte ich nur den Schalter vergessen? So, Schalter gedrückt. Hat ja nur fast 10 Minuten des Parts gekostet. Oh Mann. Weil man hat es ja am Anfang des Parts gesehen, Schwester Friede tut uns immer wegschicken. Und wir triggern jetzt etwas, womit wir den Bosskampf auslösen. Und zwar bewegt sich diese Statue jetzt etwas und legt einen Durchgang frei. As ashes will be, ever seeking fire. So. Ja, nervt mich rum. Ich benutze das jetzt einfach. Oder auch nicht. Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich will doch einfach nur hier weg. So, geht doch. So, dafür, dass ich eure Zeit jetzt so verschwendet habe, gibt's jetzt Schwester Friede First Try mit Ansage. Es wird nicht funktionieren, nein. Es wird nicht funktionieren. Dafür ist die zu tough. Aber ich hoffe, es wird nicht so ein Fail-Desaster wie bei den Zwillingsprinzen. Auch wenn ich sie für schwerer halte. Ich habe auch schon 4 Flakons, also ich bin vorbereitet. Apropos vorbereitet, bin ich gut genug vorbereitet. Wir nehmen auf jeden Fall den Ring rein, der Wunder verstärkt.
Und... Den brauche ich eigentlich nicht. Den rein. Und den Erfahrungsding können wir auch tauschen. Gegen... Ja, dann nehmen wir den rein. Mehr TP ist gut. Und mehr Ausdauer habe ich dann. Ja, dass ich ihn rausgenommen habe, mich ein bisschen Energie gekostet, aber scheiß drauf. So, jetzt hat sie auch, glaube ich, einen neuen Dialog, nachdem sich die Tür geöffnet hat. Leave us be, Ashen One. Oder? Sweep all thought of us from thy mind, as thy kind always have. Nee, hat sie nicht. Okay. Aber wir gehen hier unten rein. Weil Schwester Friede bewacht hier irgendetwas. My flail. Bring me my flail. Ah, Friede. What stops thine ears? Der jammert auf jeden Fall ein bisschen. Please, my flail. Right away. So, wie löse ich den Bosskampf nochmal aus? Muss ich mit denen sprechen? Bring Friede to me, please. Canst thou not see the flame flickering once again? Soon will it surge. I can see it, feel it. We have no need of thy flail. Tis only the flame quivering at misguided ash. Please avert thine eyes. I will snuff out these ashes for good. Gut, da geht der Bosskampf mit Schwester Friede los. Erste Phase geht es noch ein bisschen ruhiger zur Sache. Schwester Friede mag kein Blut und Schaden. Aber sie ist sehr, sehr flink unterwegs. Aber da wir in der späteren Phase noch unseren Dorisqual brauchen, werde ich es in der ersten Phase noch nicht benutzen. Und sie mag keine Backstep-Angriffe. Damit kann man sie sehr gut punishen. Aber das hier ist in ihrer Phase ihr gemeinster Trick. Sie kann sich unsichtbar machen. Ja, und dann taucht sie auf einmal plötzlich auf und man kriegt richtig auf die Fresse. Boah, das war nicht gut. Verliere sie gerade aus den Augen hier etwas. So, man kann ein bisschen erkennen, wo sie ist und gut. Das hat sehr gut funktioniert. schon in der ersten Phase gestorben. Okay. Vergesst den First Try. Das hat schon mal überhaupt nicht funktioniert. Ja, ich muss sie ein bisschen besser im Auge behalten, weil sie macht sich zwar unsichtbar, aber anhand ihrer Fußspuren oder der Geräusche kann man erkennen, wo sie ist und sie auch angreifen, bevor sie einen selber angreift. Ach scheiße, dann hat sie nur eine Attacke gemacht. Ihre Sense hat halt ultra viel Reichweite. Ja, und sie ist einigermaßen schnell. Also,
Auch wenn man ausweichen kann. Jetzt müsste sie hier sein, ne? Ja. Ist sie sichtbar? Ja. Was? Na, ist egal. Krieg sie noch? So, jetzt. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Ah, sie hat mich wieder erwischt. Ja, man hört das an den Fußstapfen, wo sie ist. Aber ich habe das noch wieder raus, weil man muss halt ausweichen. Die taucht auf und dann hat man noch eine Chance auszuweichen. Und so wie ich das zurzeit mache, funktioniert das nicht. Am besten ist immer, wenn ihr halt wisst, wo sie ist. Weil dann kann man sie angreifen und sie kommt nicht zu ihrer Attacke. Aber das klappt noch nicht so wirklich. Und blocken ist gegen sie auch nicht so effektiv. Weil sie halt Froschschaden macht. Und dementsprechend durch den Schild durchgeht. Ah ja. Mann, ich bin zu gierig, ich will sie backstabben. Da müsste sie sein. Ja, ich hab sie. Aber in der ersten Phase ist sie noch leicht zu staggern. Ich habe keine Ahnung, wo sie ist. Hinter mir, ne? Okay, ausgewichen und backstab. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut funktioniert. Nein! Als ob sie noch ein 40er Leben hat! Ich hab sie gesehen. Bam. So, Phase 2. Er findet das anscheinend nicht toll, was wir gemacht haben. So, und ab dieser Phase werden wir auf Doris Qual zurückgreifen. Weil in Phase 1 kann Friede auch noch relativ gut ausweichen und deswegen nutze ich eigentlich Doris Qual nicht so gerne in Phase 1, weil das relativ oft daneben gehen kann. So, weil wir haben in Phase 2 zwei Gegner. Schwester Friede und den dicken Wolf. Das Gute ist, die teilen sich eine Bossleiste. Das heißt, egal wen wir angreifen, beide kriegen Schaden und sie sind auch beide blutungsanfällig.
immer am besten weit weg bleiben. So, jetzt habe ich Schwester Friede nicht im Blick. Das ist nicht so geil eigentlich. Ja, sie steht da. Und Schwester Friede kann auch das dicke Monster heilen. Das dürfen wir auch nicht zulassen. Aber das klappt gerade ganz gut, was ich hier mache. Man muss halt auf diese Vorstöße achten. Und auf diesen Eisbären von Schwester Friede. Und ohne Doris Qual ist das super hart, Leute. Also das sieht jetzt einfach aus durch Doris Qual, aber das ist super schwer ohne Doris Qual. Und bam! Wir haben gewonnen. Aber es dachte ich. In der ersten Place. Aber es gibt eine dritte Phase! Und jetzt ist der Spaß vorbei. Jetzt geht es richtig los. Und das ist der Grund, warum ich gegen sie so oft gefällt bin. Ich bin mit dieser Phase im Nahkampf überhaupt nicht klargekommen. Ohne Doris Qual. Habe ich hier die ganze Zeit kein Land gesehen. Die ist auch super schnell, deswegen ist der Ring wichtig, dass wir schnell zaubern können. Scheiße, hat sie mich getroffen? Und sie macht halt Frostschaden, das darf man auch nicht vergessen. Und wie gesagt, die ist super fast. Und in der dritten Phase kriegt die auch diese Dunkelmagie halt noch dazu. Das ist kein Spaß, Leute. Ohne Doris Qual für mich nicht zu machen. Das ist zwar sehr, sehr cheap, aber guckt euch das an, wie die abgeht. Und selbst mit Doris Qual super, super schwer. Ich sehe sie nicht. Boah. Man kann das aber anhand des... Danke, Kamera. Anhand des Geräusches ein bisschen... erkennen. Komm schon, Schwester, mach es mir nicht so schwer. Nein! Oh, überlebt. Lass mich heilen. Die Frau ist super krank, ey. Habe ich noch einen Flakon? Ja. So, hier natürlich wieder nicht ins Eisfeld rein, weil man sonst Frostschaden bekommt.
So, jetzt wird sie irgendwo auftauchen und... zu Bala... Ich bin nicht rechtzeitig ausgewichen, ich Idiot! Nein, ich sterbe! Leck mich am Arsch, ey! Oh, scheiße! Ja, Leute. Ich packe noch mal einen Versuch rein. Auch wenn ich weiß, dass ich über meine 30-Minuten-Regel gehe. Aber vielleicht sterbe ich auch relativ schnell in der ersten Phase. Also entweder sterbe ich in der ersten oder in der dritten Phase. Die zweite Phase, die... habe ich mittlerweile Intus drin, also da sollten Fails ausgeschlossen sein. Aber niemals nie sagen. Backstab? Ah, Mann ey. Sollte vielleicht manchmal einfach nur für den Schaden gehen. Anstatt auf den Backstab. Ah, bei dem Backstab kriegt man halt... Sie müsste hier irgendwo sein. Okay, da habe ich sie... noch rechtzeitig gesehen. Ich renn mal weg. Jawohl, Backstab! Das macht ja nicht nur Schaden, sondern man kriegt Folgeangriffe. Ah, da ist sie weggedasht, okay. Ja, da konnte ich sie leider nicht sehen, weil die Kamera sich weggedreht hat. Kamera, mach mir bitte nicht solche Probleme jetzt. Oh, sie ist weg, okay. Also sie müsste da in der Ecke sein. Ist sie nicht, okay. Wo ist sie? Return from Fuck, ey! Camps, for that is thy place of belonging. Ich mach noch ein. Ich habe Blut geleckt. Außerdem, dann überziehen wir etwas als Entschädigung für meine Dummheit am Anfang des Parts. Ah, schade. Wir kriegen sie wahrscheinlich nicht down heute. Aber ich habe damit sowieso nicht gerechnet. Also, ich bin gerollt. Ich bin sowas von safe gerollt. Ich hab schon keinen Bock. Bring mich um. Okay, das waren jetzt nochmal gute Trefferfolgen. Sie müsste hier irgendwo sein. Schneebalken war auf jeden Fall hier. Kamera so scheiße sich immer. Ich weiß, dass Froschscham mich verlangsamt, aber trotzdem ist das lächerlich. Da ist sie nicht. Leck mich doch am Arsch, du dumme Bitch. Die will mich einfach nur verarschen. Wo ist sie? Ja, die erste Phase finde ich auch ein bisschen unfair, dass die Kamera immer so hin und her schwenkt. Also klingt es wieder nach blöder Ausrede, aber was soll ich denn tun, wenn ich sie nicht sehe? Ich kann doch nicht auf sie reagieren, wenn ich sie nicht sehe.
Ja, Leute, das war wohl nichts heute. Vielleicht besiegen wir sie im nächsten Versuch. Bis dahin und ciao.